Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem ID-Kanal. Heute geht es mal um ein Auto-Quiz, Leute. Und zwar, welches Auto ist teurer? Ist es ein Rolls-Royce oder ein Maybach zum Beispiel? Wir werden das auf jeden Fall herausfinden, Freunde, in diesem Video. Und das Ganze ist ein Quiz, Leute. Wir spielen heute wieder ein Spiel gegen euch. Und das bedeutet, also ich alleine spiele ein Spiel gegen euch. Wir müssen erraten, welches Auto teurer ist. Und wenn man richtig liegt, bekommt man einen Punkt. Und die Regeln sind ganz wie folgt, Freunde. Wenn ich gewinne, also wenn ich mehr Punkte als ihr habe, müsst ihr das Video liken. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Ich würde sagen, wir legen direkt los, Leute. Strengt euch an und let's go. So, welches Auto ist teurer? Ich werde mir das jetzt notieren. 10 Sekunden Wartezeit. Let's go, Leute. Okay. Also, wir haben Aston Martin und einen Porsche. Okay, schwierig zu sagen, Leute. Ich kenne die beiden Modelle nicht. Das ist richtig, richtig schwer. Also, ich würde mal schätzen, Leute. Ich würde mal Folgendes schätzen. So, wenn ihr es noch nicht wisst, dann ist jetzt zu spät. Porsche hat Keramikbremsen, sind doch die gelben Bremszettel, ne? Also, natürlich sehr, sehr teure Wagen. Ich weiß nicht, was es für einer ist. Ich denke mal, der Porsche. Ich schätze mal, der Porsche. Let's go! Aber das war knapp. Let's go. Oh. Das ist gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so leicht, Leute. Also, ich schätze jetzt mal Folgendes. Also, alle würden sagen Lambo. Alle würden sagen Lambo. Aber der Huracan ist kein super teures Auto. In der Regel 200.000, 250.000. Ja, okay, der Mercedes wird ein bisschen billiger sein. Ich tappe auf den Lambo. Ich wusste, dass der Mercedes teurer ist, aber nein. AMG GT63S, so teuer. Leute, also der Huracan Evo, ja, nicht der Performante. Leute, Real Talk, wer hat's auch falsch? Wer hat's auch falsch? Ich bin nicht sauer, ich hab doch ein bisschen schon. Oh, mit dem bin ich gefahren, Freunde. Mit dem rechts bin ich gefahren. Ja, ich sag ganz klar, der rechts, der BMW ist unbezahlbar. Ja, der ist viel zu teuer. Der ist zu teuer. Oh. Das ist nicht irgendein Ferrari. Ich würde das Modell gerne wissen. Ich tippe auf Ferrari. Oh. Okay. Falsch. Schade. Ja, G-Klasse. Aber es ist ein AMG. Ist es eine AMG? Jetzt ist die Frage, ist es eine AMG? Aber G-Klasse ist sowieso ultra teuer. G-Klasse. Was? Leute, ich habe einfach mehr als die Hälfte falsch. RSQ8. Und der G63 ist billiger. Wow. Wow. Ey, aber es ist Listenpreis, oder? Das ist ein Bentley, ne? Oder? Ich mache mal eine Schätzung, Freunde. Das links ist aber, glaube ich, so wie das aussieht, ein Taycan? Vielleicht? Panamera könnte auch sein. Ich tippe mal aufs Rechte. Ja, ich tippe aufs Rechte. Let's go. Let's go. Oh, was? Ah, das ist ein Lotus. Links Lotus, rechts haben wir Jaguar. Ich würde mal schätzen, Leute, weil Lotus ist bekannt dafür, dass sie kleine Autos haben. Ich weiß nicht, wie teuer sie sind, aber weil der Jaguar ist auch nicht so. Der Lotus sieht für mich neuer aus. Ich tippe auf den Lotus. Siehst du, beide Autos sind gar nicht so teuer. Die kosten 100.000 nur. Also, verstehe mich falsch, 100.000 ist viel, aber der F-Type kostet nur 70.000. Das ist nicht der F-Type. Der sieht ja voll nicht so aus. Also von vorne. Oh boy. Es ist schwierig, aber ich würde mal schätzen, der Maserati. Oh mein Gott. Die sind aber auch so knapp beieinander. Das ist so schwer. Oh, okay, das weiß ich. Das weiß ich. Also wenn das falsch ist, wenn das jetzt falsch ist, was ich sage, dann dürft ihr dieses Video disliken. Ihr dürft, ihr müsst nicht.
Es ist der McLaren Senna. Das ist eins der Top-Modelle. Das Ding hat eine Aerodynamik, die ist göttlich. Wahnsinnig viel Abtrieb, was dieses Fahrzeug generieren kann. Und es hat sogar hier Glas. Glas in der Tür. Nicht hier am Fenster, in der Tür. Und dann stellst du halt so 918 Spider oder so dazwischen. 100 pro McLaren Senna. Mit Abstand. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich werde das jetzt googeln. Das kann, nein. Das Ding kostet doch nicht 1,2 Millionen. Wen wollt ihr hier? So. Wen lügt ihr an? Wer lügt ihr? Was ist das? Da! Seht ihr? 768. Wo kommt ihr auf 1,2 Millionen? Wie kommt ihr auf 1,2? Leute, das Video ist fake. Ich hab's gewusst. Wer hat an mir gezweifelt? Das gibt's nicht. Wie kann denn so ein Preisunterschied kommen? Nicht mal eine Ausstattung kann 500.000 kosten. Und um auf ganz Nummer sicher zu gehen, werde ich jetzt den McLaren Senna am Preis nochmal vergleichen. McLaren Senna Preis. So. Hier! Das ist wirklich 9,2. Und dann stelle ich mir den McLaren... Das kann nicht sein, Alter. Hier, das ist der Preis. Wer kommt auf 1,2 Mio? Niemals. Leute, das gibt einen Punkt. Ich glaube dem Video jetzt nichts mehr. Ich werde jetzt auch den G-Klasse... Ich werde jetzt jeden Preis googeln. Also... Oh, das ist schwer. Aber ich werde googeln. Also das ist sehr schwer, Leute. Wir haben einmal den Bugatti Divo. Glaube ich, das ist der. Und, nee, warte, das ist der Bugatti Chiron. Chiron, glaube ich. Und rechts den Ferrari LaFerrari. Ferrari LaFerrari kostet, glaube ich, 2,5 Mio. Aber ich glaube, der Bugatti ist noch ein Stückchen teurer. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil er noch stärker ist. Ich tippe auf den Bugatti. Die sind absurd teuer. Ja, 6 Mio. So, jetzt werde ich es prüfen. Bugatti Divo Preis. 5 Millionen. Okay, 5 Mio. Und jetzt nochmal Ferrari LaFerrari Preis. Der wird gerade auf Autoscout24 verkauft. Für 3 Mio ungefähr. Ja, 3,9. Okay, Leute, richtig, Punkt. So, okay, Leute. Ich werde jetzt nicht mehr googeln. Ich glaube, das war ein Ausrutscher. Oh mein Gott. Ah, schwer. Ich tippe mal auf Rolls-Royce. Let's go. Der von McLaren ist doch das Topmodell, ne? Das ist das Topmodell. Ja, der Huayra, ne? Ist auch, aber der Huayra ist so teuer. Ich finde ihn optisch aber überhaupt nicht mein Fall. Das war er nie. Ich fand den Huayra schon immer nicht optisch attraktiv. Ich finde McLaren viel nicer. Wusstet ihr, dass die Scheinwerfer übrigens das Logo von McLaren sind? Sehr, 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 sehr innovativ. Aber ich tippe auf den Huayra. Let's go. Huayra? Wie heißt er? Pagani Huraya. Der kann nicht mal... Wo kommt das D her? Der kann nicht mal richtig... Huayra. Oh. E-Tron GT oder BMW M4. Ja, ich sag E-Tron GT. Der Wagen kriegst du nicht unter 160.000. Und der M4, der ist bezahlbar. Keine Ahnung, wo dieser Wagen 100.000 kostet. Ist ein Punkt. Aber ich weiß, dass der nicht für 100.000 zu haben ist. Oh, doch, ist er wirklich. Ups. Ups.
Beide sehr günstig. Shelby oder Nissan Nismo GT-R. Ich tippe mal auf den Nissan Nismo. Oh, doppelter Preis. Aber günstig, ne? Ford Mustang Shelby. Oh, das muss ich wissen. Das muss ich wissen. Ich fahre den Wagen, ja. Hey, das ist mein Auto. Leute, das ist mein Auto. Das ist sogar genau das gleiche. Also, nicht so. Das ist kein AMG. Die wollen mich hier austricksen. Ich weiß es. Sorry, ich habe euch gespoilert. Ich weiß den Preis und das hier ist ein RS und das ist kein AMG. Also ist der Audi teurer. Ja, seht ihr? Das ist ein S. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 11 Punkte bis jetzt. Ich hol auf. Ist es der Porsche Taycan Turbo S oder der Lamborghini Urus? Ich sage, es ist der Lamborghini Urus. Let's go. Ach, das ist gar nicht mehr der Taycan Turbo S. Wait. Doch, ist es. Hier. Das ist doch die Ladebuchse. Das ist kein Taycan Coupé. Leute, ich muss das jetzt wieder googeln. Also, Porsche Taycan Turbo S Preis. Oh, Leute. Hier, das ist nicht 90k und das ist aber der Wagen. Das ist kein Taycan Coupé. Aber ich hab recht. Noch ein Punkt. Habe ich mir gerade einen Punkt zu viel gegeben? Ich tippe mal auf rechts. Oh, falsch. Portofino. Eieiei, das wird schwer. Das rechts ist irgendein spezieller Lambo. Ich weiß nicht mehr seinen Namen. Der hat irgendeine komische Zahl, aber ich tippe auf den Lambo diesmal. Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Okay. Der Phantom ist sehr teuer. Halbe Million. Okay. Das ist ein AMG Black Series. Nee, das ist ein AMG GTR. Kein Black Series. Gegen einen Audi R8. Audi R8, super teuer auch. Ich kann es nicht ganz wissen. Ich tippe mal links. Okay, Audi A8 Coupé, jetzt werden wir mal das werden wir jetzt gucken. Audi A8 Coupé Preis. Okay, das stimmt. Das stimmt. Oh, ui, ganz gefährlich, Leute. Ich weiß nicht, welcher das ist. Der ist hart modifiziert. Da ist Lack über den Scheinwerfern. Ich glaube, das ist ein... das ist ein FXX. Ich gehe auf den FXX. Wow. Agera S ist bis heute ein so zeitloses Auto. Also, Leute, ich habe 13 Punkte. Ich bin kein Träumer. Ach so, die Anzahl der... Anzahl der Fehler. Ach so, ich habe 7 Fehler dann, ne? Wie viele Punkte gab es denn? 20, okay, dann habe ich 7 Fehler. Ich bin normalo. Yo, let's go. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe 13 Punkte. Oder 12, weiß ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall normalo. Was seid ihr? Seid ihr ein Träumer? Seid ihr ein Loser? Seid ihr eine Maschine? Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß auf jeden Fall, dass dieses Video sehr viele falsche Informationen hatte. Und ja, ich hoffe, trotzdem hat es euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. IDs raus, haut rein und ciao.